Dann würde ich sagen, wir übergeben dann an den Maximilian Toast von Quinyx, Country Manager Dach. Und Quinyx ist ja im Prinzip eine skandinavische Firma aus Schweden. Max im Ursprung aus einem McDonald's-Planungsszenario entsprungen und mittlerweile ja europaweit aktiv und jetzt eben auch mit der Übernahme von dem KI-Spezialisten. Und ja, und ihr habt euch ja das Thema Mitarbeiterorientierung ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und da würde ich jetzt ganz gern an dich übergeben, dass du mal was dazu erzählst. Ja, vielen lieben Dank auch an die Vorredner. Wie gesagt, ich habe jetzt ja hier die große Ehre, kurz vor der Mittagspause. Insofern, ich werde nicht lange reden, habe auch nicht viel PowerPoint vorbereitet. Denn New Work heißt ja vielleicht auch mal, dass man ohne PowerPoint klarkommt und einfach mal das gesprochene Wort wirken lässt. Insofern versuche ich mich mal da drin, werde sicherlich nicht so gut sein wie die Frau Winterling oder die Frau Dr. Bruch heute Morgen. Ich fand, das waren fantastische Vorträge. Aber man muss ja auch mal was Neues aufbringen. Und insofern möchte ich einfach nur ein Schlaglicht auf drei Themen werden. Vielleicht noch ganz kurz zu Guidos Einleitung. Ja, auch das ist New Work. Wir sind in Schweden gegründet und unser Gründer, ich finde, da können wir Deutschen uns auch was von abschneiden, ist, der hat dort ein Wirtschaftsabi gemacht mit 18. Und in Schweden macht man ein Wirtschaftsabi in zwei möglichen Formen. Entweder du schreibst jetzt 6 Wochen eine Diplomarbeit oder du gehst los und versuchst in 6 Wochen ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und Eric heißt mein Chef, der ist dann losgegangen und hat Quinyx in der Version 0.1 sozusagen gegründet und hat dann eben als Schüler seine erste Workforce-Management-Lösung an McDonald's verkauft, wo er nämlich selber am Grill stand und da Burger zusammengestellt hat. Insofern das ganz kurz zum Hintergrund. Und ich finde, dieses rein praktische aus Schweden, das wohnt dem Unternehmen heute noch inne, aber vielleicht auch für uns Deutsche ein New Work-Ansatz, ein New Educational-Ansatz. Ja, ich möchte mich heute vielleicht ganz kurz nur auf drei Dinge fokussieren und Sie gar keine großen Antworten geben, sondern vielleicht einfach nur Fragen stellen. Wir haben ja einmal das ganze Thema Big Data, dem ich mich ganz kurz widmen möchte. Dann natürlich Corona natürlich und last but not least unsere Kundenwünsche, beziehungsweise wo es hingehen wird. Und diese drei Dinge einmal zusammenzumixen, das würde ich in den nächsten, ich verspreche es, 8 Minuten gerne mit Ihnen einmal durchgehen. Und da können Sie auch gerne die Zeit entsprechend für stoppen. Aber ich möchte ja nur einen Impuls rüberbringen. Gut, rein technisch. Ich hatte ja anfangs gesagt, in dem anderen Vortrag, dass Gartner vorhersagt, dass wir im Jahre 2025 50% unserer Prozesse automatisiert im Workforce Management ablaufen lassen werden. Das wird Hexenwerk sein, das wird auch alles sozusagen möglich sein, aber vielleicht, wenn man die Zukunft betrachtet, 2025, ist es auch mal wichtig, die Vergangenheit zu betrachten. Und wenn wir da mal ganz kurz zurückgucken, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, ich hatte 2007 mein erstes iPhone, 2008, 2009, sicherlich auch viele von Ihnen. Das ist erst 10 Jahre her, dass wir sozusagen den Megadatengenerator in unserer Hand bekommen haben und wir angefangen haben, uns an diese neue Realität zu gewöhnen. Dann gehen wir mal 5 Jahre weiter, 2015, da kamen eigentlich die ersten Cloud-Anbieter auf den Markt. Und das, was bei Cloud ja so schön ist, das ist, dass man nicht Datensilos hat für einzelne Software, sondern eben eine große Plattform, auf der man die Daten speichern lassen kann. Das bedeutet also, das Handy, unser Geschenk von Steve Jobs oder wem auch immer, das hat Daten generiert und in diesen einen Datentopf von der Cloud sozusagen eingebracht. Jetzt gehen wir wieder 5 Jahre weiter, sind heute da. Heute ersticken wir an Daten. Wir haben so viele Daten gesammelt, wir wissen gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Daten. Der Punkt ist nur, und das ist ja auch allseits bekannt, Data is the new oil. Tja, wie kommen wir denn jetzt daran? Und wie tief müssen wir denn bohren? Und wie sehen unsere Bohrer aus? Etc. Das ist ja alles die Frage, die sich sozusagen jetzt stellt. Und jetzt kommen wir von 2020 eben bis 2025 in das Zeitalter der Optimierung. Das heißt, wir müssen irgendwas mit diesen Daten machen, was intelligent ist, weil wenn man Daten hat, kann man eben Ableitungen treffen. Und das ist so, sag ich mal, der erste Strang, in dem wir uns gerade befinden. Jetzt kommen wir zum zweiten mittleren Strang und das ist Covid. Wir haben eine Studie gemacht zu Corona und der weltweiten Blue-Collar-Struktur sozusagen.
und haben da eben herausgefunden, dass vor Covid 50% aller Mitarbeiter, aller Blue-Collar-Mitarbeiter, krank zur Arbeit gegangen sind. Was 50%, gut, da hat man mal einen kleinen Schnupfen gehabt, vielleicht zählt das damit rein, etc. Aber 50% ist ja schon relativ viel. Während Corona sind noch 14% mit Corona krank zur Arbeit gegangen. Und das haben sie zu 39% alle getan, weil sie letztendlich ihr Gehalt brauchten. Keiner wollte gefeuert werden, keiner wollte auf Gehalt verzichten. So was Schönes wie Kurzarbeitergeld haben wir ja natürlich nicht überall im europäischen Ausland oder auch sonst in den anderen Märkten. Insofern sind das Dinge, die schon sehr bewegend sind. Ich glaube, ich würde auch nicht zu weit vorausgreifen, wenn ich hier einmal postulieren würde, dass Corona nicht etwas ist, was in den nächsten 2 Monaten vorbei sein wird. Selbst wenn wir unseren Impfstoff bekommen, wird es sicherlich Impfstoffgegner geben. Es wird vielleicht Adaptationen geben, in welcher Form auch immer. Aber ich glaube, wir müssen uns noch so ein bisschen länger damit beschäftigen. Und insofern brauchen wir auch Antworten darauf. Und die Antworten, beziehungsweise die Fragen, die es da gibt, ist, wie wir unseren Mitarbeitern da begegnen. Wie halten wir es mit einem touchless, also berührungslosen Interagieren mit Software? Wir hatten heute viel über die Schnittstelle der Voice geredet, also wie eine Amazon Alexa oder eine Siri, aber auch Gesichtserkennung etc. Alles Techniken, die heute schon da sind und in unserer Software mit eingebaut werden können. Wie steht es mit Gesundheitschecks, die man über vielleicht auch mobile Geräte entsprechend erfassen kann? Kontaktnachverfolgung hatten wir darüber gesprochen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben, wie gesagt, dass man mit den Mitarbeitern draußen im Kontakt ist, besonders in Corona, und eben in der Lage ist, nicht nur am schwarzen Brett oder wenn er mal in der Filiale ist, irgendwie mit ihm zu kommunizieren, sondern die modernen Mittel der Technik ausnutzt, um eben Botschaften zu senden, die da heißen, wir haben das Thema im Griff, wir planen das, wir haben folgende Maßnahmen ergriffen oder wir stellen uns auch andersweitig auf Corona ein. Zumindest, das haben wir heute auch gelernt, Führung ist wichtig, Leadership ist wichtig und das braucht natürlich auch der Blue-Collar-Worker draußen, wo auch immer er sich befindet. Umfragen sind auch ganz wichtig, um zu testen, wie geht es euch eigentlich, was braucht ihr, eine Stimme dem Mitarbeiter zu geben. Und das ist vielleicht das, was Guido sagte. Ja, da schlägt unser Herz natürlich hin. Wir sind auf der einen Seite schwedisch und mitarbeiterorientiert, aber sind natürlich auch sehr klar zahlenorientiert. Deshalb haben wir ja auch die KI-basierte Lösung von WidgetBrain gerade kürzlich mit zugekauft. So, und da haben wir jetzt nun also nochmal zusammengefasst. A, wo kommen wir eigentlich her? Also das Thema Datenoptimierung aus dem Handy. Dann B, in der Mitte, was ist mit Covid? Covid wird nicht vorbeigehen, wir müssen uns darauf einstellen. Und jetzt kommen eigentlich meine tagtäglichen Gespräche. Und meine tagtäglichen Gespräche sind natürlich mit Verantwortlichen aus dem HR-Bereich, aus dem Workforce-Management-Bereich etc. Und da ist eigentlich der primäre, immer noch währende Wunsch, ich möchte das gerne Stück für Stück verändern. Das haben wir heute auch ganz häufig gehört. Wir können den Mitarbeiter nicht überfahren und überlassen. Um Gottes Willen natürlich nicht, aber die Vorbehalte der Mitarbeiter, sich neuen Medien zu öffnen etc., sind noch sehr groß. Und man warf letztens auch in einem Gespräch in den Raum, dass wir mit dem Handy-Overkill zu tun haben. Das bedeutet, der Mitarbeiter geht nach Hause und kriegt dann immer noch über berufliche Apps sozusagen Botschaften von seinem Arbeitgeber. Und ich denke, dass all das natürlich Punkte sind, die man sehr ernst nehmen muss, um Gottes Willen. Aber dadurch, dass wir eben das Handy, Cloud-Anwendungen wie Google, wie Netflix etc. alle im privaten Umfeld ja schon sehr nutzen, ist, glaube ich, der Gap, den es zwischen Mitarbeitern und den neuen Anforderungen sozusagen gibt, überhaupt nicht groß. Und das war es auch schon, weil darauf möchte ich überhaupt keine Antworten geben, wie man das entsprechend zusammenbringt, sondern ich möchte einfach nur anregen, dass die Zeit sich weiterentwickelt, dass es sehr wichtig ist, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen zu sein, dass ich in diesen letzten Stunden, wo ich hier beiwohnen durfte, ganz toll erfahren habe, dass sehr, sehr viele überhaupt nicht mehr die Scheuklappen aufhaben, sondern sich sehr, sehr progressiv diesem Thema entsprechend widmen. Und ich an dieser Stelle sehr herzlich einladen würde, jeden, der mich möchte, auf LinkedIn zu kontaktieren oder sonst auch auf unserer Homepage ist mein Kontakt, genau zu erläutern bzw. erörtern mit Ihnen gemeinsam, wie wir diesen Dreisprung sozusagen hinbekommen, um Ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Und insofern, lieber Guido, ich möchte deinen Zeitplan hier nicht durcheinander bringen, aber
war es das schon von meiner Seite. Kurz und knackig, aber ich glaube, die vier Vorredner haben so viele tolle Sachen schon erzählt. Ich möchte mich da auch nicht wiederholen und bin offen für Fragen. Ja, Danke fürs Zuhören. Ab 20 Minuten mit Fragen teasern. Na, mal zu. Nee, ein paar Fragen habe ich tatsächlich. Und zwar, du hast gerade auch was gesagt von wegen Akzeptanz und so. Also tatsächlich haben wir in den jetzt auch aktuell Projekte, wo auch jetzt tatsächlich zum Beispiel noch von Betriebsratsseite kommt, Videokonferenzen schwierig. Das ist ja Überwachung, wenn man die Kamera anmachen muss zum Beispiel. Oder eben auch dieses Thema, ja, wenn jemand von zu Hause mit seinem Handy über eine App einen Urlaub beantragt, dann muss doch das Arbeitszeit sein. Und das sind natürlich alles aus meiner Sicht sehr rückwärtsgewandte. Also ne, das Thema Entgrenzung und so weiter ist schon klar, aber die Frage ist, empfindet es ein Generation Y-Mitarbeiter, der mit seiner Frau zu Hause eine Urlaubsplanung machen kann und abstimmen kann und sofort beantragen kann, wirklich als Arbeitszeit, oder findet das es nicht einfach cool, dass er das so tun kann? Und deshalb meine Frage an dich, habt ihr solche Themen auch? Und wenn ja, wie geht ihr eigentlich damit um? Ja, also solche Themen haben wir seltener. Also Generation Y, hast du vollkommen recht, die verlassen sogar den Arbeitgeber, wenn das zu kompliziert wird oder wenn diesbezüglich keine Prozesse zur Verfügung gestellt werden. Und die älteren Arbeitnehmer, ja, das ist natürlich ein Change-Management-Prozess. Wenn ich mich mit meinem Vater unterhalte, ist er auch immer am Staunen, wie wir heute sozusagen unsere Arbeit organisieren und von zu Hause das alles möglich ist. Insofern, ja, das ist eine Frage der Unternehmensführung und des Willens des Unternehmens, wie man solche Prozesse einführt und dem gegenüber offen ist. Ich glaube, von meiner Seite aus oder rein von Herstellerseite aus können wir da nichts vergewaltigen oder pushen, sondern das ist wirklich eine Art von Vorklärung, die in einem Unternehmen vorher geklärt werden musste, bevor man diesen Weg beschreitet. Aber da möchte ich nicht evangelistisch durch die Gegend laufen und irgendjemandem das oktroyieren. Dann, du hast ja heute Morgen auch was zum Thema künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter. Und jetzt ist das ja ein Begriff, der ja gerne auch benutzt wird bei Dingen, wo ich persönlich hinterfragen würde, ist es denn wirklich künstliche Intelligenz? Also ich habe mal einen Anbieter, der Personalbedarfsermittlung gemacht hat und behauptet hat, da ist KI drin, gefragt, was denn die KI drin wäre. Und dann war die Antwort, ja, je mehr Daten wir haben, desto besser wird das Ganze. Das gilt natürlich auch für jede statistische Regression. Und deshalb mal die Frage an dich, was versteht ihr denn jetzt eigentlich unter künstlicher Intelligenz, wenn ihr die sagt, ihr bindet die in die Planung ein? Ja, also da bin ich ganz auf deiner Seite, beziehungsweise auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das sagte, dass künstliche Intelligenz wirklich ein sehr dehnbarer Begriff ist. Vielleicht nur ganz grob, wie wir das ganze Thema angehen bzw. lösen, ist, dass wir eben verschiedenste Planungsparameter haben, genauso wie die lieben Marktbegleiter auch. Was wir, glaube ich, aber an der Stelle anders machen, ist, dass wir algorithmisch basiert unterschiedlichste Verfahren gegeneinander antreten lassen und diese Verfahren sozusagen dann sich selber bedingen, bedeutet also, wir rechnen oder die Algorithmen gehen los, rechnen und man sieht dann, dass es an dieser Position, also an dieser Stelle der richtige Algorithmus, um die Personalplanung entsprechend vollziehen zu können, und das kann sich am nächsten Tag dann wieder ändern. Und so, denke ich, sind wir sehr situativ aufgestellt. Also wir können das auch auf Filialebene, Regionalebene etc. Aber es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ich bräuchte für so ein Thema, um da unseren Ansatz entsprechend, und das habe ich gerade versucht, nicht so gut gerade, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden sozusagen das zusammenzufassen, wie wir uns da abgrenzen, nicht so rüberzubringen. Auch hier Verweis, bitte gerne mich kontaktieren, weil ich glaube, ich bin nicht der absolute Profi, was das betrifft, um das zu erklären, sondern haben wir andere Leute, die das genau darstellen können. Insofern, ja, ist mein Versuch da ein bisschen kläglich gescheitert. Aber ich glaube, wir werden noch sehr viel kommunikative Maßnahmen machen, um das entsprechend in den Markt zu drücken.